herzlich willkommen heute Abend zu unserem Infoabend mit Christian Krämer an meiner Seite. Hallo, lieber Christian. Hallo Julia, grüß dich. Herzliche Grüße an alle, die mit dabei sind heute. Und wir sprechen heute über das spannende Thema Krankheiten aus dem Familiensystem. Beziehungsweise wir sprechen natürlich über das Seminar, was daraus folgen wird. Aber wer Christian schon ein bisschen kennt, weiß, dass er sich natürlich nicht zurückhalten kann, ein bisschen was zu erzählen, ein paar Beispiele zu geben und ja, richtig Lust auf dieses Seminar zu machen. Wir machen das Seminar mittlerweile, glaube ich, zum 5. Mal. Wir hatten das erst in Präsenz vor Corona. Und genau. Das war auch ganz toll bei uns im ZFN mit Blöcken und allem drum und dran. Und hallo Renate, schön, dass du da bist. Hallo Renate. Und ja, da wurde auch viel gemalt und gebastelt und aufgezeichnet, wie das Familiensystem irgendwie zustande kommt. Und ja, plötzlich hatten wir Corona und mussten umdenken. Und das haben wir gemacht und haben festgestellt, dass dieses Format tatsächlich sogar perfekt ist für dieses Seminar. Sie werden sehen, wie sich Christian da beholfen hat, was Malen angeht. Das kommt dann in den nächsten Abenden oder nicht in den nächsten Abenden, sondern dann natürlich, wenn Sie bei dem Kurs dabei sind. Aber ich bin schon wieder viel zu weit weggeschlittert. Also fangen wir nochmal von vorne an. Mein Name ist Julia Groß. Ich bin hier die Fachbereichsleiterin im Zentrum für Naturheilkunde, für den Bereich Naturheilkunde und also für den spannenden Teil nach der Heilpraktiker- oder Heilpraktiker-Psych-Ausbildung. Das heißt, ich darf mich mit den ganzen spannenden Themen hier befassen. Nicht, dass Heilpraktiker nicht spannend ist, aber das, wir machen das alles nur für uns. Wir haben damals auch überlegt, wie können wir das machen, dass dieses Thema, mit dem Christian ja sehr viel in seiner Praxis arbeitet, gut in unseren Bereich reinpasst, dass wir das auch anbieten können. Und wir sind tatsächlich darauf gekommen oder wir haben uns das überlegt, dass ja so viele Krankheiten einfach auch entstehen oder weitergetragen werden durch das Familiensystem. Immer wieder, warum tauchen die gleichen Krankheiten immer wieder in bestimmten Familien? Da haben Sie mehrere Möglichkeiten zu. Sie können zum einen in den Chat schreiben, wie wir hier sehen, wie das viele schon gemacht haben. Waltraud auch aus der Steiermark und Lieselotte vom Bodensee. Und da können Sie natürlich auch sehr gern Ihre Fragen reinschreiben. Oder Sie können das Mikrofon freischalten. Das geht auch. Viele von Ihnen haben jetzt bei der Anmeldung draufgeklickt, nö, ich höre nur zu und haben das Mikrofon, die Kopfhörer ausgewählt. Das können Sie aber noch verändern, indem Sie einfach auf diese Tröte hier drücken, unterhalb der Folie, dann nochmal das Mikrofon auswählen und dann können Sie auch was sagen. Also wir freuen uns, wenn das hier heute ein sehr interaktiver Abend ist. Dafür sind wir hier da. Und ja, so wie Sie das sehen, die Renate hat sich schon mit ihrer Kamera freigeschaltet. So ist das auch bei uns in unseren Seminaren, dass man immer mit seiner Kamera dabei sein kann bei den Live-Seminaren. Dazu muss man dann einfach nur seine Kamera anstellen. Also wer gerne heute Abend mit dabei sein möchte, kann das natürlich auch machen. Sie werden auch nicht aufgezeichnet mit Ihren Kameras, mit Ihrer Stimme schon, mit den Bildern nicht. Auf dem Video oder auf der Aufzeichnung dieses Abends sehen Sie dann nur Christian und das finden Sie dann ab ja, morgen in Ihrem Portalbereich und ab spätestens nächster Woche auch auf der Homepage und bei YouTube und Facebook und Instagram. Also da können Sie uns auch folgen. So, aber genug über die Technik geplaudert, bevor wir kurz zu Christian kommen, oder nicht kurz, er kann das natürlich auch erzählen, erzähle ich kurz was zum ZFN. Es sind ja auch einige dabei, die uns noch nicht kennen. Das ZFN, Zentrum für Naturheilkunde, befindet sich mitten in München am Hauptbahnhof, gibt seit fast 40 Jahren, wurde gegründet von meinem Chef Reinhold Thoma, der ist immer noch Schulleiter und macht das auch mit völliger Hingabe und hat damals eine kleine Nachhilfestunde für seine Mitschüler zur Heilpraktikerprüfung gegründet und hat daran so einen Gefallen gefunden und hat gemerkt, dass das genau das Richtige ist, Leute zusammenzubringen und tolle Sachen anzubieten. Und mittlerweile ist es ein riesengroßes Zentrum mit vielen Fachbereichen. Die Heilpraktiker sind natürlich geblieben. Es kommen noch dazu Osteopathie, Psychologie, Ernährung, manuelle Verfahren,
Und natürlich wir von der Naturheilkunde mit Homöopathie, TCM, alles dabei. Also, wir haben auch eine neue Homepage. Dann finden Sie das auch alles noch viel besser, was wir alles so anbieten. Ja, Christian, dann, wir arbeiten ja schon sehr lange zusammen. Also seitdem ich im angefangen habe, bist du immer dabei und bist aber auch schon viel, viel länger dabei und hast ja auch eine sehr, ja, bewegte Vergangenheit, die dich ja auch dazu gebracht hat, jetzt das hier alles zu unterrichten. Erzähl uns doch ein bisschen von dir, bitte. Ja, ihr seht mich gerade aus Italien zugeschaltet. Ich lebe seit 2 Jahren ganz fest in Italien. Bin Heilpraktiker seit 2000, wie ihr sehen könnt, dieses Jahr 61 geworden, habe mit den Schwerpunkten begonnen, Elektroakupunktur nach voll, habe natürlich sehr, sehr viel mit den Nosoden gearbeitet, mit der Homöopathie, Pflanzenheilkunde und habe meinen ersten Beruf, den ich als Gärtner ausgeübt habe, natürlich meine Liebe zu den Pflanzen bewahrt. Und die Urtinkturen der Heilpflanzen spielen natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle in der energetischen Unterstützung bei Belastungen, die aus dem Familiensystem wirken. Ich bin zu der systemischen Arbeit gekommen als Klient. Ich habe ein eigenes Thema gehabt in meinem Leben und habe das in einem Seminar aufgestellt und habe mich einfach in diese Arbeit verliebt. Das ist jetzt 35 Jahre her und habe dann überlegt, wie könnte ich diese wunderbare Methodik, die einfach mit sehr, sehr viel Liebe, mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Empathie arbeitet, in meine Praxis mit einbeziehen und habe die Genogrammarbeit entdeckt für mich. Und das ist des Familiensystems, des Familienstammbaums. Ich komme hernach gleich dazu. Und wende diesen Stammbaum in jeder Anamnese an. Wenn ein Patient zu mir kommt, ist es Teil der Anamnese und kann ohne diese wunderbare Methodik meine naturheilkundliche Arbeit mir nicht mehr vorstellen. In Italien hier haben wir eine kleine Kultur. Ihr habt vielleicht Julia und mich plaudern hören vorhin. Wir haben gerade den Wein geerntet. Wir haben 140 Olivenbäume, die wir jetzt in 2 Wochen ernten. Und ich versuche so diese Sehnsucht auch, sich selbst zu versorgen, auch halt, weil wir haben, wo das möglich ist. Und habe hier auch gleichzeitig natürlich eine naturheilkundliche Praxis, wo ich Menschen begleite, Menschen betreue auf ihrem Weg hin zur Heilung. Die unterschiedlichen Seminare seht ihr auch eingeblendet, die ich am ZFN anbiete. Das sind natürlich die Regelkreise und Organbeziehungen, die ich natürlich auch ein bisschen mit einfließen lasse, weil jedes Organ hat natürlich einen Bezug zu einer Emotion und auch zu einem Lebensthema. Und hilft uns, dieses Verständnis darüber hilft uns natürlich auch intuitiv herauszufinden, was ist der versteckte Hintergrund einer Krankheitsentstehung. Die Orthomolekularmedizin liegt mir sehr am Herzen, die ich hochdosiert einsetze bei chronischen Erkrankungen. Wir haben natürlich auch den Hormoncoach, der hier fehlt, den ich mit dem Andreas Holzknecht, einen sehr wertgeschätzten Kollegen von mir, unterrichte, einige Projekte, die wir zusammen machen, die Phytotherapieausbildung. Und diese 8 Abende, die wir jetzt anbieten, ab dem Oktober, Julia wird gleich drüber berichten, werden sehr, sehr intensiv werden und sehr, sehr. Und ich freue mich einfach, diese Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, mit euch zu teilen. Das ist ja bei dir, fließt ja wirklich alles zusammen. Wenn du über deine Regelkreise erzählst, kommt Phytotherapie mit rein. Du machst ja bei uns wirklich sehr, sehr viel. Daher ist ja auch das gewachsen mit dem Hormoncoach, den wir jetzt im letzten oder in diesem Jahr das erste Mal zusammen angeboten haben. Und ich finde es eben einfach
sehr schön, dass bei dir vor allem eben auch der Geist, die Psyche, die Seele einfach immer einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Und das merkt man in all deinen Kursen. Das heißt, wir sind wirklich auf einem ganzheitlichen Weg mit dir zusammen. Und das ist wirklich sehr schön. Dieses Seminar bringt das, finde ich, nochmal genau auf den Punkt, wie wichtig das auch ist. Ich habe ja bei dir auch schon ein Genogramm machen dürfen und das selber erfahren, was da passiert, wie man herausfinden kann, was so in der Familiensystemik los ist. Und das ist wirklich beeindruckend. Man denkt, oh, was soll das sein? Normale Familie. Aber es ist wirklich hochspannend, was du auch mit jedem Einzelnen herausarbeiten kannst und was das für Veränderungsmöglichkeiten bietet. Und genau darum geht es ja jetzt auch eben in diesem Seminar. Und das Schöne ist einfach, dass du durch deine Erfahrung natürlich auch weiterhelfen kannst. Das heißt, du machst jetzt nicht nur, okay, das hier ist so und dann geht es nicht weiter, sondern du bietest ja auch gleich eben in diesem Seminar den Weg weiter. Renate, kurze Frage, wäre es möglich, einfach die Kamera doch wieder auszustellen? Ich höre gerade, dass wir irgendwie, vielleicht sind wir so ein bisschen überlastet gerade. Das kann nämlich manchmal sein, weil bei dir und bei mir manchmal der Ton weg ist. Der kommt dann immer ganz schnell hinterher. Das höre ich dann, dann ist auf einmal Christian in zehnfacher Geschwindigkeit. Okay. Aber das ist natürlich besser, wenn wir das so hinkriegen. Gut, da Christian heute ein großes Programm mit Ihnen vorhat und Ihnen viele Sachen schon erzählen wird, werde ich mich verabschieden nach dem Part der Organisation. Normalerweise ist es natürlich schöner, man erfährt erstmal, worum es geht und dann hört man über die harten Fakten wie Geld und Termine. Dadurch, dass das einen wunderschönen Abschluss haben wird heute, das kann ich Ihnen schon verraten, also bleiben Sie bitte dran bis zum Schluss. Machen wir das einfach vorweg, damit das nicht noch stört. So, daher erzähle ich Ihnen jetzt einfach, es sind 8 Abende, A2 Stunden, immer donnerstags, in genau 4 Wochen, also das heißt nicht in 4 Wochen, genau, also am 17. in einem Monat, am 17.10. geht es schon los, immer 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr, kann natürlich auch manchmal länger sein, je nachdem, ist es bei allen jetzt weg? Ist manchmal weg oder immer weg? Christian, hörst du mich noch? Ich höre dich ganz fließend. Oh, das ist super. Also ich hoffe, dass es hier nicht irgendwie, weil es ja auch wirklich regnet und schüttet wie verrückt, dass das jetzt hier bei jedem im Gebiet natürlich auch so sein kann. Also ich höre dich jetzt auch wieder gut. Super, Ton ist wieder da. Prima. Genau. Kosten. Es kostet natürlich auch was, diese 8 Abende. Das ist klar. Wenn Sie bei uns im ZFN noch nicht wirklich viel gemacht haben, vielleicht ganz neu dabei sind, keine große Ausbildung gemacht haben, dann sind Sie Teilnehmer oder Teilnehmerin. Dann sind die Kosten 395 Euro. Haben Sie bei uns schon viel gemacht, also vielleicht im letzten Jahr wirklich einige Kurse oder eine große Ausbildung, dann gelten Sie schon als ZFN-Schülerin oder Schüler und zahlen 380 Euro. Sie können mich natürlich jederzeit anrufen oder melden sich einfach an. Wir sehen das bei Ihrer Anmeldung und wenn Sie den Schülerstatus haben, buchen wir Sie natürlich auch zum Schülerpreis ein. Wir zeichnen auf. Genauso wie diesen Infoabend zeichnen wir jeden einzelnen Abend des Seminars auf. Und am nächsten Tag befindet sich die Aufzeichnung gleich bei Ihnen in Ihrem Portalbereich. Also so wie Sie heute hier ins Webinar gelangt sind, so gelangen Sie dann auch zu dem Webinar, zu der Seminarreihe und finden dort auch alle Unterlagen zum Download, Skript, was Christian noch dazu hat an Unterrichtsmaterialien und natürlich eben die gesamten Aufzeichnungen. 6 Monate nach Ende des Seminars können Sie immer noch auf Ihre Aufzeichnungen zugreifen, also noch weitere 6 Monate nach Beendigung des Seminars. Ich kann Ihnen jetzt schon erzählen, dass das Seminar am 12.12. zu Ende ist. Also Gott sei Dank kurz vor Weihnachten. Bis dahin sind hoffentlich alle Familienstrukturen geordnet und systemisch richtig aufgestellt, sodass man vielleicht das Weihnachtsfest verbringen kann und dann noch bis zum Ende Juni des nächsten Jahres. Also, das heißt, wenn Sie jetzt dann das gar nicht geschafft haben, können Sie mir auch nochmal Bescheid sagen. Dann kriegen wir das auch nochmal ein bisschen länger hin.
Somit ist es überhaupt kein Problem, wenn Sie mal donnerstags keine Zeit haben, wenn Sie zwischendrin Fragen haben, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, ich leite es an Christian weiter. Er kann es entweder im nächsten Webinar beantworten oder direkt oder an mich und ich leite es weiter. Da haben wir auf jeden Fall viele Möglichkeiten, damit jede Frage beantwortet wird. Das war es auch tatsächlich schon von meiner Seite. Christian erzählt jetzt erstmal über die Inhalte, wie er das alles aufbaut, wie das alles funktionieren wird, wie man das online schön machen kann. Und dann geht es in die Beispiele. Ich bin dabei, ich höre hier zu. Das heißt, wenn Sie Fragen an mich haben, können Sie die gerne in den Chat stellen. Ich lese auf jeden Fall mit und ansonsten schicke ich Ihnen natürlich auch noch eine E-Mail mit der Präsentation, damit Sie alles nachher nochmal auf einen Blick haben. Dann einen wunderschönen Abend und ich freue mich, wenn wir uns am 17.10. wieder im ZFN treffen zu diesem wundervollen Seminar. Und dir, Christian, einen wunderschönen Abend auch. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und ganz viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank, Julia, für die Einführung. Danke dir. Tschüss. Ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz informativen und intensiven Abend. Auch vielleicht schon mit einigen Erkenntnissen und Aha-Erlebnissen oder auch Sätzen, Bemerkungen, die euch im Herzen berühren. Ich möchte euch einfach von den Inhalten ganz kurz zusammenfassen, wie ich diese 8 Abende gestalten werde. Habe heute in der Präsentation zu jedem einzelnen Thema ein paar Informationen herausgepickt, damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie es dann inhaltlich auch ablaufen wird. Ich habe vorhin schon gesagt, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Praxisfälle. Ich werde die Flipchart benutzen und hinter mich aufstellen. Und wir werden zusammen auch einige Familiensysteme besprechen, Fälle besprechen, uns einfühlen, unsere Wahrnehmungskanäle schulen und uns einfach einarbeiten, wie wir anhand eines Familiengenogramms erkennen können, auch natürlich durch die entsprechenden Fragestellungen, wie die Dynamik, wie die Zusammenhänge sind, bezogen auf Symptome, bezogen auf Krankheit und bezogen auch natürlich auf Schmerzsymptomatiken. Ich werde sehr, sehr viel natürlich über Hintergründe berichten. Ich muss das jetzt nicht alles aufzählen, was ich inhaltlich zusammengestellt habe, weil ich es euch natürlich auch in der Präsentation ich klicke mal ganz, ganz kurz vor. Da seht ihr nämlich schon einige Wirkmechanismen, Wirkkräfte, die uns in unserem Leben beeinflussen, die natürlich eine Wirkung haben können auf unsere Partnerschaft, auf unseren Erfolg, auf unseren Beruf. Uns interessiert in diesen 8 Abenden natürlich unsere Gesundheit und das Thema Krankheit. Warum haben Schicksale, die in unserem Familiensystem passiert sind, Einflüsse auf unsere Gesundheit und können krankmachend wirken? Es ist ja nicht so, dass unsere Vorfahren möchten, dass wir in den nachfolgenden Generationen krank werden oder leiden, sondern die Bewegungen der Seele, wie ich sie nenne, sind anders gelagert. Wir haben auf dieser Seelenebene einen tiefen Bezug zu unserem elterlichen System, zu unserem großelterlichen Familiensystem. Das geht noch manchmal viel, viel weiter zurück zu den Urgroßeltern und Ururgroßeltern. Aber wir fühlen uns diesem System verbunden. Und wenn ich mich verbinde mit etwas, was stärkend wirkt, mich nähert, was mir Kraft gibt, dann ist diese Verbundenheit und diese Loyalität angemessen. Wenn ich mich aber mit etwas verbinde, unbewusst natürlich, was mit Krankheit und Leiden zu tun hat, was mit Kriegsereignissen zu tun hat, die meine Vorfahren erlebt haben, dann kann es sich belastend auswirken
auf unser Gesundheitssystem, auf unsere Organe, auf unser Nervensystem. Und diese Genogrammarbeit ist natürlich für jeden von uns geeignet, in der Praxis natürlich psychotherapeutisch arbeitet, naturheilkundlich unterwegs ist, auch ganz für sich selbst natürlich sind diese Webinare sehr, sehr geeignet, um sie natürlich anzuschauen. Diese einzelnen Wirkkräfte streben nach Ausgleich. Auch das ist eine Wirkkraft. Wir sind eingebunden, alle Menschen übrigens auf dieser Erde, in einem morphogenetischen Feld. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört. Es ist ein Energiefeld, in dem wir uns alle miteinander verbunden fühlen. Ein Beispiel dazu, du denkst an einen lieben Freund, an eine liebe Freundin und in diesem Moment ruft sie oder er dich an. Du sitzt mit deinem Partner, mit deiner Partnerin beim Abendessen am Tisch. Dein Gegenüber spricht gerade einen Satz aus und du denkst, das gibt's jetzt aber gerade gar nicht, ich habe das gerade gedacht. Genau das Gleiche, das, was du mir gerade erzählst. Wir sehen es in der Natur, wenn Vögel sich treffen jetzt im Herbst, um sich zu versammeln für die Wanderung in den Süden. Wie ist es möglich, dass Tausende von Vögeln sich vereinen, sich auf den Flug machen, ohne zusammenzustoßen? Und es gibt viele, viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass dieses Feld uns vereint, uns fühlen lässt, was die anderen fühlen. Und wir merken das auch jetzt gerade im Kollektiv in einer Zeit, wo wir viele Kriege haben, wo wir Klimaveränderungen haben, wo wir wirtschaftliche Sorgen haben, dass uns das nahe geht, weil wir mit vielen Menschen und mit vielen Menschen, die natürlich auch leiden, unbewusst oder bewusst verbunden sind. Was heilsam wirkt in diesem System? Ich kann mich natürlich weiter mit meinen Vorfahren verbinden, aber mit einer anderen Haltung. Nicht über das Mitleiden, sondern über die Würdigung und die Anerkennung. Und ich möchte euch abschließend von meinem Vortrag einladen, ein kleines Ritual zu machen, ein kleines Gebet zu sprechen, eine kleine Affirmation zu sprechen, wo wir uns nochmal auf eine andere Art und Weise mit unseren Vorfahren, nämlich anerkennend, verbinden. Diese wunderbare Methodik, systemisch zu arbeiten, hat meine Praxisarbeit einfach nochmal sehr, sehr bereichert. Julia hat es schon erwähnt, es ist die Integration von Körper, Geist und Seele. Diese Seelenebene, die ich natürlich dadurch mit einbeziehe, dadurch, dass ich auf diese versteckten Dynamiken aus dem Familiensystem schaue, von jedem einzelnen Patienten, Klienten. Ich habe jetzt am Samstag erst einen Patienten da gehabt, möchte, damit es klarer wird, wie dieses Übernehmen von Schicksalen oder dieses auslösende Moment von Krankheitsentstehung in die Familie hineinwirkt. Wenn wir über das Familiensystem sprechen, sprechen wir über eine unbewusste Ebene. Das heißt, es ist keine persönliche Ebene, sondern es sind Wirkkräfte, die unbewusst an uns zehren, wie so Fäden, die an uns wirken, obwohl wir eigentlich wissen, was wir zu tun hätten. Wir hätten vielleicht schon einen Lösungsweg im Kopf, was wir tun sollten in unserem Leben, was wir verändern sollten. Aber wir können es einfach nicht, wir schaffen es einfach nicht, weil diese Kräfte so stark sind, weil sie uns nicht bewusst sind. Dieses Bewusstmachen, das wir eben tun in diesen 8 Abende, mit dem wir uns beschäftigen werden, dadurch, dass wir die Genogramme aufzeichnen von Patienten und Patientinnen, bringen wir die Dynamiken ins Bewusstsein und das ist schon der erste Schritt in Richtung Heilung, in Richtung Klärung. Dieser Patient, 70 Jahre alt, kam zu mir in die Praxis
weil er seit dem 8. Lebensjahr immer wieder Magenkoliken hat. Sie haben begonnen mit dem 8. Lebensjahr. Er war 8 Jahre alt, als er das erste Mal diese schwere Magenkolik bekommen hat, mit Übelkeit, mit Erbrechen, mit Gewichtsverlust, mit extremen Schmerzen, die sich jedes Jahr wiederholt haben. Und jetzt im Alter hat er sie fast jeden Monat. Und leidet natürlich drunter, weil sie sein Alltagsleben natürlich ganz, ganz stark einschränken. Er hat alles untersuchen lassen, also es ist organisch alles abgeklärt, es ist nichts zu finden. Und als ich ihn gefragt habe, was ist denn passiert, als du 8 Jahre lang, 8 Jahre alt warst, erzählt er mir, dass sich in dieser Zeit seine Eltern getrennt haben. Das heißt, er wurde in ein Internat gegeben. Die Mutter hat in einer anderen Stadt gelebt, der Vater auch. Und er ist 2 Jahre lang in diesem Internat gewesen, bevor ihn dann seine Großmutter mütterlich wieder zu sich geholt hat und er dann wieder in die Familie integriert wurde. Aber er ist die ersten Jahre seiner späten Kindheit nicht bei den Eltern aufgewachsen. Dann zeichne ich das Genogramm auf und dann sagt er mir, ja, die Mutter von meinem Vater ist früh gestorben. Dann sage ich, ja, und wie alt war denn dein Vater? Ja, der war 8 Jahre alt, als die Mutter gestorben ist. Also die Mutter vom Vater, seine Großmutter. Dann sage ich ja und noch weiter zurück. Ja, auch der Großvater hat seine Mutter mit circa 8 Jahren verloren. Und diese Wiederholung ziehen sich wirklich durch fast alle Genogramme hindurch. Ich habe es Julia eingangs gesagt, es berührt mich immer wieder. Ich zeichne jetzt seit 30 Jahren Genogramme, habe bestimmt schon ein paar Tausende gezeichnet und bin immer wieder bewegt, berührt, wenn ich die Zusammenhänge erkennen darf, wenn ich Lösungsansätze mitgeben darf, mit denen dann die Patienten und Patientinnen weitergehen, können. Ihr seht auch hier, dass gefühlte Emotionen, gelebte Emotionen, bis hin zu Symptomen, weitergegeben werden können. Wir wissen, ich weiß es aus der Praxis, dass zum Beispiel das Symptom Frieren, unter dem viele Frauen auch leiden, also nicht nur Frieren an den Händen und Füßen, sondern oftmals Kältegefühle im Körper, oftmals etwas zu tun haben mit den Erlebnissen, denen die Väter oder Großväter im Zweiten Weltkrieg, die in Russland in Stalingrad gekämpft haben, durch lange Flucht wieder zurückgekommen sind, in der Seele oftmals gebrochen wurden, oder im Schützengraben gestorben sind. Aber dieses Frieren, dieses Symptom, wird auch über Generationen oftmals weitergegeben, nicht zuordnenbar, erst dann verständlich und nachfühlbar, wenn ich es bewusst mache über die Genogrammarbeit. Das heißt, wir werden natürlich viele Fragen stellen. Interessant in der systemischen Arbeit ist, was ist passiert an Schicksalen? Also nicht so sehr, wie war jemand, sondern von den Vorfahren, sondern was hat der einzelne Vorfahre oder die einzelne Vorfahrin gemacht, erleben müssen, in seiner oder in ihrer Zeit. Und diese Erfahrungen zeichnen wir natürlich dann auch ein in das Genogramm. Ich zeige euch gleich, wie das ausschaut. Es ist sehr, sehr einfach, eine sehr, sehr einfache Arbeit und sehr, sehr bereichernd, weil eben diese Seelenebene mit einbezogen wird. Wir haben eine Herkunftsfamilie, über die wir natürlich sprechen werden. Wir haben eine Gegenwartsfamilie. Die Gegenwartsfamilie haben wir selbst gegründet. Das heißt, es ist unser Partner, unsere Partnerin. Auch die vergangenen Partner gehören dazu. Es sind unsere Kinder. Es sind die Enkelkinder, je nachdem, wie alt wir sind und so weiter. Das heißt, es ist die Familie, die wir
selbst gegründet haben. Interessant für die Krankheitsentstehung und für die Symptome, auf die wir schauen, ist hauptsächlich die Herkunftsfamilie. Und ihr seht, ich habe euch auch hier nochmal zusammengefasst, wer gehört dazu. Dann seht ihr auch, dass natürlich bestimmte Schicksale und Dynamiken schon dazugehören. Das heißt, abgegangene oder abgetriebene Kinder, adoptierte Kinder, Halbgeschwister gehören hier auch mit ins System dazu. Und ich bezeichne die systemische Arbeit und die Genogrammarbeit auch immer wieder als Friedensarbeit, weil wir ohne zu bewerten, ohne zu verurteilen, jedem Vorfahren und jeder, der dazugehört zum Familiensystem, einen Platz geben. Wenn jeder einen Platz hat, vor allem die, die ausgeschlossen wurden, dann müssen die nachfolgenden Generationen dieses Schicksal nicht unbewusst vertreten. Das heißt, es ist auch mit einer Dynamik, wenn jemand ausgeschlossen wurde, weil er oder sie völlig anders war, eine andere sexuelle Neigung hatte, verrückt war, in Anführungszeichen, vielleicht in einer psychiatrischen Klinik war, also viele Tabus, die in unserer Gesellschaft immer noch ausgeschlossen werden. Und wenn Vorfahren ausgeklammert wurden, auch abgetriebene Kinder, früh verstorbene Kinder, die vergessen wurden, dann kann das schwerwiegende Folgen haben für die nachfolgenden Generationen, auch krankmachend und belastend. Ihr seht hier unsere Grundstruktur, mit der wir arbeiten werden. Sie ist sehr, sehr einfach. Ich habe sie versucht, sehr strukturiert zu zeichnen. Es ist mein Vorschlag, ein Genogramm aufzuzeichnen. Es hat sich einfach über so viele Jahre bewährt. Ihr seht hier unsere Eltern eingezeichnet. Jeder von uns hat Eltern, auch wenn manche Patienten sagen, ja, ich habe keinen Vater. Dann frage ich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, lächelnd, ja, ohne Vater würdest du aber jetzt nicht hier sitzen. Aber ernsthaft gemeint, die Patienten meinen manchmal, dass der Vater eben nicht vertreten war, die Mutter verlassen hatte oder früh verstorben ist. Aber jeder hat natürlich einen Vater und eine Mutter, ganz physisch gesehen. Ihr seht hier, dass das väterliche System links gezeichnet ist. Ich zeichne das Genogramm so auf, dass es spiegelverkehrt ist. Der Vater steht natürlich auf der rechten Seite, weil er mich anschaut, und die Mutter steht auf der linken Seite, weil sie mich anschaut. Aus dieser Beziehung, diese Linie soll heißen, dass die Eltern natürlich zusammen sind oder waren, sind zwei Kinder entstanden, und ihr seht, auch hier gibt es eine Geschwisterreihe, die ist ganz, ganz wichtig, die ich natürlich hier auch mit einbeziehe. Der Vater hat wieder natürlich Eltern, unsere Großeltern väterlich, und die Mutter hat wieder Eltern, die Großeltern mütterlich. Und das ist die Grundstruktur. Wer gehört noch dazu zur Herkunftsfamilie? Natürlich die Geschwister der Eltern, die Geschwister des Vaters, die Geschwister der Mütter. Ich gehe nicht in die Cousinenlinien, die geordneten Linien, sondern ich gehe in die direkten Linien, weil die Schicksale dort viel relevanter sind. Es ist jetzt dann wichtig, natürlich nachzufragen, was ist passiert. Auch dazu habe ich euch natürlich viel Hintergrundwissen zusammengefasst. Ich zeige euch das ganz kurz, ich blätter kurz vor. Hier seht ihr die Schicksale zusammengefasst. Was ist wichtig zu beachten? Das werden wir natürlich ganz, ganz in der Tiefe besprechen. Ich werde natürlich auch erklären, ich habe euch heute ein paar Beispiele mitgebracht, Emotionen sind die Lungen und die Lungenerkrankungen natürlich gekoppelt. Welche Schicksale aus dem Familiensystem können die Lungen
krank machen, zum Beispiel der Lungenkrebs oder das Asthma bronchiale ist hier zu erwähnen. Was ist das Lebensthema, für das die Lungen stehen? Diese Thematiken versuche ich zu verbinden, Brücken zu schlagen, so dass wir Puzzleteile mehr und mehr zusammensetzen und um dann am Ende unserer Anamnese beziehungsweise unseres Erstbesuchs schon ein komplettes Bild haben. Ich hoffe, dass ihr mich weiterhin gut hören könnt. Es tut mir leid, wenn der Ton immer wieder weggeht. Ich bitte euch einfach ein bisschen Geduld und Verständnis. Aber ihr seht einfach, die Themen sind sehr, sehr nahegehend. Mich eingeschlossen, ich habe natürlich auch Schicksale in meinem Familiensystem, an denen ich viele, viele Jahre gearbeitet habe und immer noch arbeite. Vielleicht aufzulösen, das uns geformt hat oder das uns formt, sondern es ist eher möglich, die innere Haltung zu verändern. Wie schaue ich zu meinem Vater? Wie schaue ich zu meiner Mutter? Kann ich anerkennen, dass sie mir das Leben geschenkt haben? Auch wenn sie vielleicht als Eltern nicht sehr präsent sein konnten. Vielleicht, weil sie auch gewalttätig waren, weil sie vielleicht drogenabhängig waren. Das Ja zum Leben zu finden, zu meinem Leben zu finden und dadurch natürlich auch die Generationenreihe weiterzuführen, hilft uns, dass uns das Leben besser gelingt. Ihr seht Schicksale, die wirken auch auf unsere Gesundheit natürlich, die krankmachend wirken können, wenn wir uns damit verbinden, zu früh gestorbene Vorfahren. Eines Tages, ich war noch in München bei meiner Praxis, ich habe gerade einen Vormittag gehabt mit Büroarbeit, ruft mich ein Patient an aus der Schweiz. Er hat die Telefonnummer von einem Freund von mir bekommen und er ist Lastwagenfahrer. Das ist das, was er mir erzählt hat. Er steht gerade auf dem Parkplatz und hat eine Panikattacke. Er kann nicht mehr weiterfahren und es geht ihm sehr, sehr schlecht. Und dann sage ich, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich kenne dich gar nicht. Ich habe dich noch nie gesehen. Es ist gerade nicht so einfach, mir ein Bild zu machen, aber erzähl doch mal, was in deinem Leben gerade los ist. Und dann sagt er, ja, ich bin 39, ich werde aber in 2 Monaten 40. Ich bin gerade frisch verheiratet, wir bekommen ein Baby. Ich freue mich sehr auf unseren Nachwuchs. Wir haben eine sehr, sehr schöne Beziehung und plötzlich kriege ich diese Panikattacke. Ich kann sie nicht zuordnen. Es ist das erste Mal so stark. Dann sage ich, ja, aber erzähl mal, was in der Familie passiert ist. Was ist denn bei deinem Vater? Dann sagt er, ja, mein Vater ist mit 40 verstorben. Und dann frage ich, ja, und dein Großvater? Ja, der ist auch mit 40 verstorben. Das heißt, dieser Mann, dieser junge Mann, ist unbewusst in Resonanz gegangen mit seinen früh verstorbenen Vorfahren. Sein Vater ist früh verstorben, sein Großvater ist früh verstorben. Er wird in 2 Monaten selbst 40 und sein Nervensystem dreht wie am Rad. Das heißt, je näher er an diese 40 rankommt, kommen diese Ängste hoch, dass ihm das Gleiche passieren wird wie seine Vorfahren. Wir haben ein kleines Ritual gemacht, wo er nochmal in Dankbarkeit zu seinem Vater hinspürt, zu seinem Großvater hinspürt. Sie bittet, dass sie ihm ihre Talente und ihre männliche Kraft schicken und wo er ihnen wünscht, dass sie ihre Belastungen, ihre Verstrickungen, ihren frühen Tod selbst verarbeiten und in ihrer Seele Frieden finden können. Er war sofort ruhig nach diesem Ritual und ich habe dann natürlich die Woche drauf von ihm gehört, dass es ihm gut geht. Habe 2 Jahre danach nochmal von ihm gehört, dass er einen gesunden Sohn, dass ein gesunder Sohn zur Welt gekommen ist, dass es ihm gut geht, dass es ihm immer noch gut geht und dass er sein Familienleben genießt.
abgetriebene Kinder, die natürlich etwas zu tun haben mit Schuldgefühlen. Schuldgefühle manifestieren sich körperlich meiner Erfahrung nach, ich beobachte das immer wieder in der Praxis, hauptsächlich im Niere-Blasen-Bereich. Also die Blase, die Harnblase, die als Resonanzphänomen in der Zuordnung zu den Emotionen etwas zu tun hat mit Schuldgefühlen und mit Scham. Ausgeschlossene Familienmitglieder, habe ich vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Traumata, die unsere Vorfahren erlebt, die nicht aufgelöst sind. Ein weiterer Patient, der zu mir kam mit chronischem Erschöpfungssyndrom. Ein ganz, ganz lieber Patient, der im Management gearbeitet hat, sehr, sehr viel Erfolg hat im Beruf, kam zu mir, komm nicht zur Ruhe. Ich erlaube mir keine Pause. Ich habe keine körperliche Erholung und ich kann nicht mehr. Dann sage ich, ja, was denkst du denn in deinem Leben immer wieder? Und sagt er, ja, das stimmt, ich habe einen Glaubenssatz, der heißt, das, was ich tue, ist nicht genug. Es reicht nicht aus. Das war sein Glaubenssatz, den er übernommen hat. In der Genogrammarbeit kam raus, dass seine Großmutter mit seiner Mutter geflüchtet ist im Zweiten Weltkrieg, von Pommern Richtung Westen flüchten musste. Seine Mutter war damals 6 Jahre alt, hatte noch 2 weitere kleine Geschwister, also die Tanten von meinem Patienten. Und diese 2 kleinen Kinder sind verstorben, erfroren bei dieser Flucht. Und der Glaubenssatz, der entstanden ist durch dieses Trauma, hat die Mutter übernommen. Die Mutter hat nämlich gedacht, als 6-Jährige, ich hätte mehr tun müssen als Schwester für diese beiden Geschwisterchen. Ich hätte die Mutter noch mehr unterstützen müssen. Und diesen Satz hat er von seiner Mutter unbewusst übernommen und sich nicht erlaubt, Pause zu machen. Also diese Menschen, die damals geflohen sind vor den Russen, Richtung Westen, konnten ja nicht innehalten. Sie konnten ja noch nicht mal ein Grab schaufeln für die verstorbenen Familienmitglieder. Sie konnten auch nicht betrauern. Und diese ganzen energetischen Themen, Emotionen, Traumata sind natürlich im Energiefeld der Familie hängen geblieben, weitergegeben worden, unbewusst, dadurch, dass wir natürlich spüren, wie geht's unseren Eltern, was belastet sie, wie geht's unseren Großeltern, was belastet sie. Und wir versuchen als Kind, bin auch noch Kind, ja, bezogen auf meine Eltern gesehen, wir versuchen als Kind immer wieder unseren Eltern Emotionen, Belastungen abzunehmen, obwohl der Verstand oder das Erwachsenenbewusstsein weiß, dass es nicht möglich ist. Alles, was mit Kriegserlebnissen zu tun hat. Gewalt und Missbrauch, auch sexueller Missbrauch natürlich. Familiengeheimnis, Tabus. Familiengeheimnisse sind wie Nebel, der sich so über das Familiensystem legt und fast alles lähmt im Familiensystem. Das ist unglaublich. Je schwerer übrigens ein Schicksal ist, ein Erlebnis ist von den Vorfahren her, desto schwerwiegender ist oftmals auch die Krankheit bis hin zum Krebs, bis hin zu den Autoimmunerkrankungen. Aber das werden wir im Detail wirklich durchsprechen. Wir werden fast jede Erkrankung durchsprechen, die wir in der Praxis finden, die einen oder mehrere unserer Vorfahren betroffen haben oder betreffen, um hier Lösungsansätze natürlich zu finden. Selbstmord oder Selbstmordgedanken spielen eine ganz, ganz große Rolle. Dieser Verlust von Familienmitgliedern durch Selbstmord hat eine ganz, ganz schwere Bürde auf das Familiensystem. Abhängigkeiten und Süchte spielen eine große Rolle. Es gibt nicht nur die Drogensucht, die Alkoholsucht, sondern es gibt die Spielsucht, die Arbeitssucht, die Sexsucht. Es gibt viele Süchte, die verhindern, dass wir tiefer wahrnehmen, dass wir in Kontakt gehen mit unseren Wahrnehmungen,
Die Suche, auch fehlt jemand im Familiensystem, ist oftmals gekoppelt an die Süchte. Wir haben dieses Wortspiel Sucht und Suche im Deutschen. Und natürlich bei Erkrankungen, die im Familiensystem passiert sind. Die Schulmedizin sagt dann, ja, genetisch bedingt, also auch die Schulmedizin macht eine kurze Familienanamnese, schaut aber nur, gibt es den Brustkrebs oder gibt es den Darmkrebs schon bei den Vorfahren, die Hauterkrankungen schon bei den Vorfahren oder nicht. Sie setzen aber nicht zusammen, dass natürlich Dynamiken, bestimmte Geschehnisse an bestimmten Körperorgansystemen auslösende Momente haben in Richtung Krankheit. Wenn wir jetzt ein Organsystem anschauen, um euch ein Beispiel zu geben, wie ich dann auch die Brücken baue hin zum Familiensystem, hin zu einem Schicksal, aber natürlich auch schon auf einen Heilweg hinweise. Mir war wichtig, in diesen 8 Abenden für euch natürlich auch Lösungsansätze mit einzubauen, mit denen ihr weiterarbeiten könnt in der Praxis. Das heißt, ich werde euch sehr, sehr viele heilsame Affirmationen mit auf den Weg geben. Sehr, sehr viele heilende Sätze. Wir arbeiten im systemischen Bereich mit lösenden, klärenden, wertschätzenden, empathischen Sätzen, die eine sehr, sehr große Wirkung auch auf die Seele haben. Aber wir haben natürlich auch die Urtinkturen, die Heilpflanzen, die uns auf diesem Heilweg in der Psyche, in der Seele mit begleiten können. Eine Heilpflanze, die ich einfach, eine meiner Lieblingspflanzen, die ich sehr, sehr schätze, ist zum Beispiel Geranium robertianum, der stinkende Storchenschnabel. Ihr kennt ihn vielleicht alle, weil ihr damit Lymphprobleme behandelt. Das Geranium ist eine sehr, sehr große Heilpflanze, um Schwermetalle auszuleiten. Hilft bei Insektenstichen, vorbeugend bei Borreliose. Hochdosiert gegeben. Das heißt, 3x5 Tropfen von dieser Urtinktur würde auf die körperliche Ebene einwirken. Auf die seelische Ebene dosiere ich diese Urtinkturen ganz, ganz niedrig. 1 Tropfen in Wasser verdünnt. Dann wirkt sie ätherisch und hilft uns wieder, wenn die Seele aus dem Körper ausgetreten ist, wieder in den Körper hineinzukommen. Wie macht es Geranium robertianum? Es ist eine Pflanze, die eher über der Erde schwebt. Sie hat keine Pfahlwurzel, mit der sie mit der Erde verbunden ist, sondern sie stützt sich über die unteren Stiele, über die unteren Blätter auf der Erde ab, um nicht umzukippen. Das heißt, über ihre Signatur, über ihr Wesen, das sie verkörpert, hilft sie uns Menschen, wieder heil zu werden auf diesem Seelenweg. Und darüber werde ich euch natürlich auch berichten. Wir werden viele, viele Heilpflanzen ansprechen, die wir sofort integrieren können, auch in der Praxis. Wir werden über die systemische Homöopathie sprechen, von der Dr. Wittorf, die entdeckt hat, dass es nicht ausreicht, ein Opfermittel einzunehmen, sondern ich brauche auch ein Tätermittel. Also wenn mich jemand gewalttätig angegriffen hat, wenn im Familiensystem Kriegsthemen passiert sind, wo es Täter gab, wo es aber auch Opfer gab, dann braucht es ein Täter- und ein Opfermittel. Und das ist eine revolutionäre Entdeckung, die Frau Dr. Wittorf hier für sich manifestiert hat, die vielen Menschen hilft, in Kriegsgebieten, die schwerst traumatisiert sind, auch diese einfachen homöopathischen Präparate, die ihr wahrscheinlich alle kennen werdet, die aber anders anzuwenden sind
und die wir anders unter die Lupe nehmen werden natürlich, die ich euch natürlich auch in der Tiefe vorstellen werde, die werden wir natürlich hier auch systemisch mit einbeziehen. Und es gibt sogenannte Energiemittel, sogenannte Chakramittel. Dazu gehören für mich übrigens auch die Bachblüten, die ihr alle kennt. Aber ich verwende zum Beispiel auch die Edelsteinbalsame. Ich schreibe sie euch kurz in den Chat. Die Edelsteinbalsame von Pekana, die den einzelnen Chakren zugeordnet sind und die wir natürlich auch unseren Patienten und Patientinnen weiterempfehlen können. Chakra 1 bis Chakra 7, auch diese Verbindungen sprechen wir natürlich durch. Den einzelnen Chakren sind natürlich Organsysteme zugeordnet. Das ist mega interessant und es hat meine Arbeit in der Praxis komplett verändert. Ich habe viel, viel mehr Erfolge, dadurch, dass ich natürlich auch diese tiefe systemische Ebene mit einbeziehe. Ich gebe jedem Patienten nach dem Erstbesuch ein Ritual mit, mit dem sie schon zu Hause arbeiten können, bezogen auf ihr Familiensystem. Eine praktische Arbeit, die sie umsetzen können sofort. Und ich gebe ihnen natürlich auch diese entsprechenden Energiemittel mit. Fühlt euch übrigens frei, Fragen zu stellen, Fragen in den Chat zu schreiben. Ihr könnt in den öffentlichen Chat natürlich auch Fragen hineinschreiben, sodass ich auch, wenn ihr eine außergewöhnliche Frage habt, über die ich jetzt nicht berichtet habe, über ein Thema, das ich nicht erklärt habe, dass ich das natürlich auch beantworte. Ihr wisst alle, dass die Lunge aus der TCM, aus der traditional chinesischen Medizin, dem Metall zugeordnet ist. Sie steht für die Trauer. Auch für die Trauer, die natürlich nicht gelebt wurde oder wird im Familiensystem. Tränen, die nicht ausgedrückt werden können, weil Gefühle abgeschnitten sind, weil das Trauma zu überwältigend war. Also habe ich Gefühle abgespalten. Das Problem ist nur, dass bei den nachfolgenden Generationen Krankheiten entstehen können, wie Asthma, wie Tuberkulose, wie die Lungenentzündung bis hin zum Lungenkrebs übrigens. Und hier schaue ich natürlich auf die übernommene Trauer aus dem Familiensystem. Ihr seht, dass ich hier auch Nosoden einsetze, die praktisch aus der degenerativen Belastung des Organsystems hergestellt wurden. Auch darüber werde ich berichten. Eine ganz, ganz geniale Therapieform, die ich hier mit einbaue. Ihr seht, eigentlich bekommt ihr so mein halbes Lebenswerk, weil ich hoffe, dass ich noch 10, 15 Jahre in der Praxis arbeiten kann, von meiner Kraft her. Aber es ist die Arbeit, die ich jetzt seit 30 Jahren mache und die ich sehr, sehr liebe und einfach auch nicht missen möchte in meinem Leben. Das Heilsame für die Lungen wäre das Lachen natürlich, wäre sich Raum nehmen, wäre das Gefühl von Freiheit, seine Individualität zu leben, ohne das Gefühl zu haben, dass ich mich ausgrenze aus meinem Familiensystem. Also ich kann Dinge in meinem Leben anders machen, auch mehr Erfolg haben, gesünder sein wie meine Vorfahren und trotzdem bin ich integriert. Also dieser Spagat geht wirklich, ist möglich umzusetzen. Christine fragt, kann ich denn als HP-Psych auch mit den Nosoden arbeiten? Ja, weil sie nicht verschreibungspflichtig sind und du kannst die natürlich auch, ihr bekommt natürlich die Bestelladressen alle zusammengefasst natürlich. Ich habe das noch nicht erwähnt, aber ihr bekommt ein riesengroßes Skript, in dem ihr natürlich immer wieder nachblättern könnt. Ihr bekommt die naturheilkundlichen Therapievorschläge zusammengefasst. Ihr bekommt die Energiemittel zusammengefasst. Es sind alles Mittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, die ihr weiterempfehlen könnt, die ihr auch natürlich für die Patienten
bestellen könnt. Ein Anteil, dem ich der systemischen Arbeit zu verdanken habe, ist die Kommunikation. Die Kommunikation ist offener geworden, seit ich systemisch arbeite. Sie ist wertfreier geworden. Sie verurteilt nicht. Sie gibt Raum. Sie ist empathisch. Wir wissen seit Masaru Emoto, ihr kennt die Wasserkristalle alle, Masaru Emoto hat ja nachgewiesen, dass Sätze, heilsame Wörter, allein das Bitte und allein das Danke hat er hunderte Male abfotografiert in allen möglichen Sprachen auf der Welt und herausgefunden, dass diese wunderschönen Wasserkristalle, die sich bilden, sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, Bitte zu sagen, hat etwas Demütiges, hat etwas Verbindendes. Aus dem tiefen Herzen heraus Danke zu sagen, vor allem auch Danke zu sagen, zum Beispiel für das Leben, hat etwas Befreiendes, hat etwas Entspannendes. Das innere Kämpfen hört auf. Ein Satz, der heißt, es tut mir leid. Es tut mir auch leid, was dir passiert. Ich kann dich jetzt sehen in dem, was du erleben musstest, hat etwas Integrierendes, etwas Verbindendes. Ohne dass ich mich mit dem Leid verbinden muss, sondern aus einer Empathie heraus fühle ich meinen Vorfahren, fühle ich mich in das Erleben der Vorfahren ein, bleib aber in meiner inneren Kraft und kann mich dann natürlich jetzt bildlich gesehen, bitte, wenn ihr euch das vorstellt, umdrehen. Meine Vorfahren stehen hinter mir, wenn ich erwachsen bin. Meine Eltern stehen hinter mir. Meine Großeltern stehen hinter mir in meiner Vorstellung. Meine Ururgroßeltern stehen hinter mir. Und ich schaue in mein eigenes Leben. Du hast recht, Conny, der Satz, ich habe Mitgefühl mit dir. Ich lass diesen Satz ja nicht so stehen. Also das ist der erste Schritt, zu sehen, was jemand von unseren Vorfahren zugestoßen ist. Was noch befreiender wirkt, wenn ich diesen Vorfahren wünsche in der Seele, dass sie Frieden gefunden haben, da wo sie jetzt sind. Und dass ich mich mit ihnen verbinde, das ist das, was du schreibst, über das Mitgefühl, über die Empathie und über die Liebe. Nicht mehr über das Mitleiden, weil es ja nicht lösend wirkt. Über mir, es anders zu machen als du, lieber Großvater, liebe Großmutter, schau bitte freundlich auf mich, damit ich gesund leben kann und damit mir das Leben gelingt. Das sind einige Sätze natürlich, es gibt viel, viele mehr, über die wir im Detail nochmal sprechen werden und die eine befreiende Wirkung haben. Dadurch kann ich natürlich Identifikationen auflösen, die mit einem Schicksal zu tun haben von einem Familienmitglied. Ich kann über die Genogrammarbeit, wenn ihr euch nochmal die Zeichnung vor Augen haltet, ich kann die Gefühle zuordnen. Okay, die Trauer gehört zu meiner Mutter, weil sie sie von ihrer Mutter, von meiner Großmutter übernommen hat. Es ist nicht meine Trauer. Wir werden über Gefühle sprechen. Ein übernommenes Gefühl ist ständig da, wie ein ständiger Begleiter. Eine Loyalität, die aus einem Mitleiden entstanden ist, ist immer präsent. Als mein Vater verstorben ist, er ist 67 geworden, habe ich mich beobachtet, es war nur ein kleines Aufflackern von einem Gedanken, wo ich innerlich gerechnet habe, Moment mal, wie viele Jahre bleiben mir noch, bis ich auch 67 bin? Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ich verbinde mich gerade mit meinem Vater dahingehend, als ob ich auch mit 67 bin. Es ist aber nicht hilfreich für mich und ich weiß, dass er das absolut nicht möchte. Und diese Bewusstwerdung,
Dieses tiefe Beleuchten auf der Seelenebene hat etwas sehr, sehr Klärendes und Befreiendes. Ihr seht hier auch noch mal eine weitere Heilpflanze. Ich habe euch vorhin Geranium vorgestellt. Angelika, Archangelika, die Engels, des Engelswurz, eine große Schutzpflanze, die sehr, sehr stark angstlösend wirkt, vor allem bei Verlassensängsten sehr, sehr stark wirkt, bei Panikattacken, Ängsten, unbewusste Ängste, die aus dem Familiensystem übernommen werden, Ängste, die auch unsere Patienten oftmals nicht begründen können. Sie sind wie ein Begleiter da und dann bezeichnen wir diese Gefühle als übernommene Gefühle. Es ist ein Begriff aus der systemischen Arbeit. Also übernommen von unseren Vorfahren aus unserem Familiensystem. Und auch bei innerer Kälte, also diese Kriegsschicksale, die oftmals mit Kälte verbunden sind, sowohl natürlich, weil es wirklich eisig kalt war von der Temperatur her, aber auch, weil Gefühle, Emotionen völlig weggesperrt wurden, um überhaupt diese furchtbaren Erlebnisse überstehen zu können. Auch hier bringt Angelika wieder Wärme und Integration in unser Leben. Diese Heilpflanzen sind natürlich sehr, sehr leicht zu integrieren, leicht auch zu verordnen. Und auch hier habe ich euch natürlich die wichtigsten zusammengefasst. Also ihr seht, ich habe euch von jedem einzelnen Thema so ein kleines bisschen was zum Beleuchten mit in die Präsentation gegeben, dass ihr euch besser vorstellen könnt, Moment mal, wie will er denn jetzt systemisch arbeiten und integriert hier eine Heilpflanze, eine Urtinktur? Welches homöopathische Mittel hilft denn jetzt bei diesem Thema? Und ihr seht das Ferrum Metallicum, also das Eisen. Ihr kennt das alle auch natürlich aus der Schüsslersalztherapie oder aus der homöopathischen Therapie, klassisch gesehen. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um gefallene Familienmitglieder im Krieg, die ausgeschlossen oder vergessen wurden, wieder mit zu integrieren, diese belastenden Kriegsthemen in uns selbst auszuheilen. Pulsatilla, wenn der unterbrochene Fluss der weiblichen Linie gestört ist. Das heißt, eine Großmutter ist im Kind gestorben, belastet oftmals das Thema Weiblichkeit. Wir Männer haben natürlich auch eine weibliche Seite, aber was ich oftmals sehe, dass meine Patientinnen, die zu mir kommen, Unterleibserkrankungen entwickeln, Polypen, Zysten entwickeln, nicht schwanger werden können, junge Frauen, die gerne eine Familie gründen wollen, Papillomaviren haben im Unterleibsbereich. All diese Themen können etwas zu tun haben mit den traumatischen Erlebnissen, die im Familiensystem passiert sind, in der weiblichen Linie. Verletzungen der Weiblichkeit durch Missbrauchserlebnisse, durch Gewalt, die Frauen erleben mussten in unserem Familiensystem. Aber dieses Sterben im Kindbett hinterlässt natürlich auch einen Glaubenssatz im Familiensystem. Und der Glaubenssatz heißt, wenn ich schwanger werde, sterbe ich. Es ist natürlich unbewusst und natürlich auch falsch, wenn ich auf die weiteren Generationen schaue. Aber dieses Schicksal möchte gerne gesehen werden. Und dieser Glaubenssatz, wenn er dann erkannt ist, kann natürlich hier auch aufgelöst und durchbrochen werden. Ein ganz, ganz berührendes Beispiel möchte ich euch abschließend noch erzählen. Eine Patientin, die schwanger werden wollte, aber nicht konnte, seit 2 Jahren schon einen ganz, ganz tollen Mann hat. Und sie haben sich ein Kind gewünscht. Sie schafft es aber nicht, schwanger zu werden. Natürlich haben wir die Hormone untersucht und die Vitamine, Mineralien und so weiter mit unterstützt.
Aber sie wollte und wollte nicht schwanger werden. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, irgendwie fehlt etwas. Es fehlt dieser seelische Anteil. Was ist denn in deiner Familie passiert? Und dann sagt sie, erzählt sie, ihre Großmutter hat 15 Kinder abgetrieben. Und wir konnten erstmal so, weil sie selbst erschrocken war, als sie das so ausgesprochen hat, wir konnten erstmal nichts sagen, weil ich war auch sehr berührt darüber. Und dann war ihr klar, dass sie unbewusst in Resonanz gegangen ist damit und gesagt hat, es ist besser, kein Kind zu haben, weil schwanger zu werden hat etwas zu tun mit Leiden. Und sie hat ein Ritual gemacht mit dieser Großmutter, ein sehr, sehr achtsames und wertfreies Ritual. Nach 3 Monaten war sie schwanger. Ihr Sohn ist inzwischen 3,5 Jahre alt. Das sind natürlich Erlebnisse, Ereignisse, die, wenn sie in der Praxis passieren, natürlich sehr, sehr stärkend sind, sehr, sehr bestätigend wirken und natürlich sehr, sehr viel Freude machen. 2 Mittel noch aus der systemischen Homöopathie, das Aconit, weil es ein großes Schockmittel ist, das kennt ihr alle, das ich aber hier auch einsetze bei traumatischen Erlebnissen. Ich habe hier in Italien sehr, sehr viele Familien, die Familienmitglieder verloren haben durch Erdbeben. Wir sind in Italien einfach Erdbebengebiet. Panikattacken, die aus dem Familiensystem wirken. Anacardium, ein typisches Tätermittel, steht für das Gespaltensein, für Gut und Böse, für Opfer und Täter. Löscht eher aggressive Impulse, wo es ein abgespaltenes Verhalten gibt. Einfach nochmal euch zu präsentieren, ein Opfermittel, das Aconit, und ein Tätermittel, das Anacardium, mit denen wir hier natürlich auch tiefer arbeiten werden. Ich habe euch natürlich auch nochmal einen heilenden Satz mit in die Präsentation gegeben. Ich arbeite natürlich auch in Gruppen systemisch. Ich biete Aufstellungsseminare an und bilde auch natürlich aus in der systemischen Arbeit. Diese Genogrammarbeit in diesen 8 Abenden ist etwas ganz, ganz Heilsames, das jeder auch für sich selbst natürlich verwenden kann. Und das hier sofort nach dem ersten Webinarabend integrieren könnt. Ihr könnt sofort anfangen. Ihr habt den Fragenkatalog, den ihr natürlich mit dem Patienten, mit der Patientin, die zu euch kommt, durchgehen könnt. Und natürlich auch schon heilsame Sätze. Liebe Oma, lieber Opa, es tut mir leid, was euch zugestoßen ist und was ihr erleben musstet. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr, wo immer ihr gerade seid, Frieden gefunden habt. Ab jetzt verbinde ich mit euch über das Verstehen und über die Empathie und nicht mehr über das Mitleiden. Ich danke euch, dass ich indirekt durch euch das Leben bekommen habe. Ihr habt meiner Mutter, meinem Vater das Leben geschenkt. Dadurch ist das Leben auch zu mir gekommen. Und ich danke euch dafür. Das Leben ist das größte Geschenk. Ich erlaube mir jetzt, auf mein eigenes Leben zu schauen, und es darf mir in allen Lebensbereichen, vor allem in meiner Gesundheit, gut gehen. Ihr könnt natürlich diese Sätze, wenn sie euch berühren, wenn sie euch ansprechen, gerne in eurer Praxis verwenden. Ich habe in meinem Skript einige dieser heilsamen Sätze zusammengefasst, mit denen ihr natürlich auch selbst weitergehen könnt, sie anwenden könnt. Ich habe aus meiner Erfahrung heraus entdeckt, dass wir diese Rituale, diese Sätze öfters sprechen sollten. Vor allem immer dann, wenn wir merken, wir haben unsere eigene Mitte verloren. Eine Emotion holt uns ein, vereinnahmt uns. Wir fühlen uns blockiert, gelähmt. All diese tiefen inneren Wahrnehmungen haben oftmals etwas mit Schicksalen zu tun, die aus unserem Familiensystem auf uns wirken. Abschließend,
Ich danke euch, dass ihr noch so lange mit dabei geblieben seid. Ein Ablösegebet vom Mitleiden, das ich von einem ganz lieben Meister bekommen habe. Zumindest der Anton ist für mich ein Meister. Ich durfte einige Seminare von ihm besuchen. Inzwischen ist er über 80 geworden. Er lebt in der Schweiz. Ein hellsichtiger Mensch, seit der Kindheit hellsichtig, der viele Plätze auch geheilt hat und Menschen unterstützt hat, sein ganzes Leben lang, hat dieses Gebet mir weitergegeben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach kurz die Augen schließen, euch zurücklehnen, alles, was ihr gehört habt von mir heute Abend, kurz in euch sinken lassen, es zur Ruhe kommen lassen, einfach ein, zwei tiefe Atemzüge nehmen und dann diese Wörter, diese Sätze auf euch wirken lassen. Im Geist und mit all meinen Körpern, natürlich auch meinen energetischen Körpern, bin ich immer verbunden mit der göttlichen Allliebe. Niemals aber mit dem Leiden, den Mustern und den Themen sowie den negativen Energien von mir selbst oder von anderen, auch aus meinem Familiensystem, aus diesem oder aus vergangenen Leben. Ich bin der, der ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin die, die ich bin im Hier und Jetzt. Alles Leid und Mitleiden, der sich von anderen, auch von meinen Eltern oder Großeltern, von meinen Urgroßeltern, unbewusst oder bewusst aufgenommen oder übernommen habe, lasse ich jetzt ganz los. Es hilft weder mir noch den anderen, wenn ich es trage. Ich bitte meine göttlichen Lichthelfer und Schutzengel, all das aufzulösen, was mit Leid oder Mitleiden zu tun hat, und es umzuwandeln wieder in reinstes, strahlendes Licht. So bin ich frei und auch meine Vorfahren. Und so sei es. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch berührt. Ihr habt schon jetzt in meinem Infoabend Impulse mitnehmen können, habt Lust gekriegt natürlich auf mehr. Ich hoffe, dass ich euch am 17. Oktober sehen werde am Abend. Ihr bekommt natürlich rechtzeitig auch das Skript zugeschickt, das, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich ist. Und ich danke auch Julia und Anne im Hintergrund, die organisiert haben. Wünsche ich einfach noch spüren, nachwirken und ein gutes Integrieren und ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank dir, lieber Christian. Das war wirklich wieder wunderschön. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte nebenbei noch etwas anderes machen, aber es war wieder nicht möglich. Und ja, also es war wirklich wieder ein wunderschöner Abend und ich freue mich sehr auf die Ausbildung. Danke dir. Und auch von meiner Seite vielen Dank an alle, die dabei waren, die mitgemacht haben, die Fragen gestellt haben. Und wie gesagt, wir stehen natürlich auch nach diesem Infoabend für Sie zur Verfügung. Eine wunderschöne Zeit und hoffentlich bis zum 17. Oktober. Bis dann. Danke, Tschüss. Julia. Tschüss, Christian. Danke euch allen. Schönen Abend. Ciao, ciao.